So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück in Dragon's Prophet. Also, hat ein bisschen länger gedauert, meine kleine Pause. Aber das macht ja nichts. Deswegen können wir jetzt auch gleich wieder hier im Drachengehege erstmal nachschauen, was wir so machen können mit den Drachen. Die schicken wir gleich mal wieder was tun, dass sie irgendeinen nützlichen Effekt haben. Erstmal unseren grünen... Ah, Feldtraining können wir wieder machen. Ja, ein neuer Tag ist angebrochen und jetzt können wir ja wieder Feldtraining... Feldtraining-Action reinhauen. So, wieder unseren Grün. Und das muss ich mal gucken. Ah, nee, okay. Mein Grüner kann jetzt nichts lernen. Aber der Jungdrescher-Drache, das will ich aber nicht. Ich möchte gern, dass mein Grüner hier den Wirbelsturmangriff noch lernt. Okay, diesmal nichts. Vielleicht jetzt. Diesmal nichts. Vielleicht jetzt. Diesmal nix, oh mein Gott. Okay, tja, also gelernt hat er jetzt nichts wirklich. Aber wir können hier 2 Punkte verteilen. Ich verteile sie jetzt aber auch nicht. Ich tue erstmal ein bisschen hochleveln und dann schauen wir mal, dass wir die alle dann verteilen, wenn wir genügend Punkte zusammen haben. Skill-Ausbildung, oh, das habe ich das letzte Mal gemacht, gell? Wirbelsturmangriff, der ist schon ein bisschen besser als vorher. Der Spell ist meine schon ein bisschen... Ist es das Level, wo der Spell ist? Ich glaube schon. Ist schon ein bisschen besser und der Momentschlag sowieso. Das heißt, wir können den hier mal noch ein bisschen pushen. Nee. Ich mache hier ein Spezialtraining, ganz einfach. Das gibt am meisten von den EP. Und da ich mittlerweile ja recht viel Kohle sogar habe. 21.000, ist es viel? Ich weiß es gar nicht. Also knapp 25.000 habe ich. Da können wir uns das leisten hier. Und dann... War das der falsche? Nee. Okay. Puh. Ich habe schon gedacht, das wäre der falsche gewesen. Dann darf der wieder Holz sammeln, wie immer. Verarbeitungsdetails. Ah, okay, der kann verschiedenen Kram sammeln. Ja, dann sammel doch mal hier das da. Das kostet aber ein bisschen mehr. Macht nichts. Wir haben es ja, wir haben es ja. Und du darfst auch wieder was sammeln. Was hat denn das letzte Mal? Ich glaube, da hat er auch Leder, ne? Da kann er jetzt auch leichte Lederfetzen sammeln. Cool, cool. Cool, cool. So, dann bin ich wieder auf 18.000 runtergefallen von meinem Goldkonto. Und jetzt gehen die Quests weiter Richtung Süden. Und da scheint auch eine neue Instanz zu sein. Ich hoffe, dass die geht. Und ich werde mich jetzt, weil ich jetzt eine längere Aufnahme mache, einfach nochmal in dem Gruppentool, wenn es funktioniert überhaupt, das weiß ich natürlich gar nicht, ich werde mich einfach mal anmelden. Gruppensuche hier. Da können wir uns doch anmelden. Da auch. Zufällige Gruppe gründen. Ja. Gruppensuche. So. Und vielleicht bekommen wir ja eine Einladung. Boah, das wäre cool. So, jetzt gehen wir kurz nochmal in der Bank gucken. Und du siehst schon, ich habe mir hier Inventarplätze gekauft. Eine Reihe auf der Seite und hier noch eine Reihe. Check out my stuff. Jetzt könnten wir uns hier auch noch was kaufen. Aber nee, das ist mal so teuer. 145 Diamanten für... Und ich habe nur noch 275. Das ist mal jetzt erstmal so teuer. Deswegen lasse ich das erstmal. Oh, Postkasten. Nee, Post haben wir nicht. Aber vielleicht können wir noch irgendwelchen Krams verkaufen. Alle grauen Items verkaufen? Ja, guck mal eine an. Was ist denn das hier? Seelengebunden. Blaue Beutel. Beidel. Ich verkaufe auch hier die Heiltränke. Komm, die brauche ich nicht. Das habe ich ja... Guck mal, da kriege ich schon wieder 700 Gold. Also die Heiltränke, die lohnt sich zum Verkaufen, meine ich. Das ist das, was so ziemlich am meisten Kohle bis jetzt gebracht hat bei mir. Wir können ja hier uns mit unserem Drachenenergieskill da sowieso heilen. Da brauche ich auch die gummeligen Heiltränke, ne? Ah, hier müssen wir durch. Ich habe immer noch keinen Plan, was mit der doofen, beschissenen Mauer ist, wo wir mal davor gestanden haben. Aber anscheinend ist dir jetzt egal. Okay. Süße Taka-Yams-Wurzel. Und da gibt es auch noch eine Quest da oben dann. Oh, Zombies!
Mit einem Arm. Arme Sau. Hey. Ah, da schmeißt er mich schon wieder um. Und dann geht's wieder viel zum Looten. Ich muss mal hier ein bisschen weiter rauscrawlen. Das gefällt mir schon wieder, ne? Und Schleimklumpen. Ist ja genial. Oh, der Takapas. Oh, öffentliches Event. Gegen die Untoten behaupten. Ich weiß immer noch nicht, wie es geht, sonst könnten wir das in Angriff nehmen. Habseligkeiten. Ah, okay, das sind Habseligkeiten der Toten. Die brauchen wir auf jeden Fall auch. Also, cool, cool. Jetzt wird uns hier wahrscheinlich alles angreifen, was Rang und Namen hat. Habe ich doch gewusst. Zersetzt sich gar nicht, das ist der zersetzende Schlamm. Oder teilt er sich, wenn er umkippt? Das kann natürlich auch sein. Boah, irgendein krasser Soundeffekt ist es hier. Und die Matschkönigin, guck mal einen an, das ist ja ein Elite-Bubber gerade gegen kämpfen. Aber unser Flügeldrache da geht gut ab. Wer mich hier am Blümchen pflücken stört, der kriegt sowieso auf den Sack. Ich glaube, jetzt könnten wir mal hier unseren Ultimate-Skill benutzen. Für die letzten paar Lebenspunkte noch. Wenn er jetzt gar nicht so viel bringt, gell? Nee, da bin ich froh, dass ich den nicht geskillt habe hier. Oh nee! Scheiß die Wand. Okay, deswegen zersetzen der Schlange. Aber der macht mir gar nichts. Also der ist ganz handzahm. Oh, guck mal, Fenty's Metal Armor. Ein Glück können wir so viel. Und ein Drachensplitter. Ein Glück können wir so viel von der Metallrüstung anziehen. Da bin ich froh. So, unsere erste Pflanze. Da hinten gibt's auch noch eine Quest. Guck, da. Aber ich muss mich ja da gar nicht durchpflügen. Ich kann ja auch einfach wegrennen und durchfliegen. Ein Bergbau auf die Pflanze. Ach nee. Wir sind alle schon Stufe 22 hier. Aber es ist relativ locker. Also ich finde es voll easy mode momentan. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der sich auch zersetzt nochmal hier. Nee, guck, der ist ganz normal geblieben. Aber wir brauchen noch die Pflanzen. Schnell, schnell. Schnell wieder Bergbau. Eine noch. Wir brauchen von den... Hey, nee, oh mein Gott, da kommen immer die Schatzhörnchen raus. Den Heli reinschmeißen. Hey, gibt's es? Warum treffe ich keinen von euch? Kleinen Mistratten.
ne? So, die gefräßigen Erdhörnchen. Und mein Drache ist weg. Das heißt, jetzt kann ich erstmal nur fliegen. Aber da vorne steht noch eine Pflanze, guck. Ist das wieder die Chefin? Na klar! Es ist die Chefin. Oh ne, jetzt bin ich schon im Kampf mit den Eichhörnchen, aber. Okay, ich werde die jetzt einfach nochmal umhauen. In der Hoffnung, dass es wieder klappt, dass ich vielleicht mal was getroppt kriege, was ich brauchen kann. Oh, Lebenspunkte sinken doch ein bisschen. Aber gleich kann ich, jetzt kann ich meinen Drachen wieder rufen. Nochmal Heal. Heal for the win. Oh, jetzt habe ich verkummelt. Jetzt habe ich meinen Ultraschlag da verkummelt. Mein OP-Kombo. Ich muss mal gucken, wie viel EP der gibt. Vielleicht lohnt es sich ja sogar die abzufahren. Für ein bisschen hier mehr Erfahrungspunkte. Muss man mal gucken. Also in der Mitte vom ersten Kästchen stehen, weil es schmeckt mir jetzt keine Zahn. Oh naja, das gibt es ja irgendwie zu viele. Das war jetzt nicht wirklich unbedingt der Bringer. So, was hat sie dabei? Ein Drachensplitter für plus 8,3 Magieschaden und... Oh, coole Hosen für uns. Das sind coole Hosen. Fußbekleidung, Entschuldigung. Hosen. Und eine einfache Beschwörungskugel. Eine Beschwörungskugel. Jetzt muss ich mal gucken, ob hier irgendwas angezeigt wird. Nee, Gruppensuche. Steht nur Gruppensuche da. Sollten mal die paar Zombies noch umhauen. So. Ja, Habseligkeiten. Super. Du Schnecke noch. Das ist aber auch ein hübscher. So. Die Proben hätten wir dann auch schon. Super, super, super. Jetzt fliegen wir schnell dahinter, gucken mal, was die Quest da von uns will. Was auch immer so eine Quest von uns ja, haben will. Auch oh, zwei Stück sogar. Aha, aha. What is it? Zersetzen. Oh, na klar. Jetzt muss ich den zersetzen und Schlamm töten. Jetzt da hinten, dann muss ich mich erst durchkloppen, dass ich es dann nochmal töten soll. Und Schaufel. Elder Dragons be with you. Naja. Dann machen wir es halt. Dann hau ich halt den Zerset. Ich glaube, wenn ich aber hier jetzt wieder den Großen hau. Und ich hoffe, dass die Kleinen dann mitzählen. Wenn der Große wieder kommt. Ist natürlich die Voraussetzung. Dann gucken wir einfach mal so lang. Ich glaube nämlich, ich habe noch Meisterschaftspunkte. Das kann sein, dass ich dies letzte Mal jetzt gar nicht verteilt habe. Ja, tatsächlich. Guck, 175 habe ich. Das heißt, wir können hier das Ding mal voll machen. Aber oh, wir haben noch mehr Gesundheit. Gesundheit. Und können wir auch Attribute verteilen. Ah, sicher. Machen wir noch mehr in Charisma. Ich will OP-Drachen haben. Die müssen einfach abgehen wie ein Tier. Aber die Matschkönigin, ich habe sie eben im Ziel. Da oben ist sie, guck! Boah, die kann fliegen!
Hey, komm jetzt schon.